Hallo und willkommen zurück zu Star Fox Adventures für den Gamecube, gezockt auf der Wii. Dam-di-dam! Ich bin der Rechi und das hier ist der singende Dino. Er singt ja schon wieder. Dam-di-da! Der ist echt lustig. Nachdem wir im letzten Part ein bisschen gefailt haben, auf dem Weg hier durch den Mondbergpass und hier durch dieses Feuerdingen, war meine Sorge unbegründet, dass er hier nicht speichert. Ich musste gar nicht mehr irgendwo hinlaufen. Ich war automatisch sofort hier. Und deswegen gehen wir direkt mal weiter. Gucken, was wir denn hier haben. Erstmal Energy. Und Magic brauche ich auch noch. Können wir hier runter? Jo. Magic. Yay. Ach, guck mal, an beiden Seiten jetzt zum gleichen runter. Alles klar. Gut, das erklärt einiges. Er kullert sich schon wieder. Das ist doch wieder typisch. Guckt man einmal nicht hin, ne? So, wo kommen wir jetzt hin? Hä? Achso, ich muss den Ahnenstein hier reinlegen. Ich dachte, das wäre ein Warp. Ein Warp-Dingen. Ein Warp-Feld. Da muss er rein. Guck, geht ganz von alleine. Haha. Macht er auch. Haha. Und zack, haut er mir eine rein, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Ja. Guck, da ist das Symbol für den Ahnenstein. Den haben wir ja jetzt benutzt. Naja. Da steht wahrscheinlich irgendwas. Gucken wir uns auch noch an. Hier geht's nicht runter. Ne? Guck mal, die Farben wechseln. Wie cool. So, was steht denn hier? Nur welcher die Orbs der Krasoa entbrennt, mag passieren. Ja, wie? Die Orbs der Krasoa. Hä? Wir fragen mal Slippy, was der sagt. Slippy hier! Got yourself stuck again? Vielleicht können die Flammen die Farbe deines Schusses mit Inferis ändern. Was soll ich tun? Ich kapier's nicht. Sieh dir dann die Orbs genau an. Vielleicht können die Flammen die Farbe deines Schusses. Ah, okay. Also muss ich irgendwelche Orbs anballern. Da oben die. Ah, okay. Einmal grün, einmal blau. Grün. Blau. So, jetzt musste mein Schuss ja blau sein. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ach nee, da durchschießen. Ah. Genau, guck mal, das ist jetzt normalerweise rot. Und so wird er dann blau. Ha. Boah, hab ich's drauf. Meine Güte, nach nur 20.000 Minuten. Zack. So geht das. Gut, dass wir da die Tipps hätten. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Alter Schwede. Das sieht auch alles so unscheinbar aus. Ich dachte nur, welche Orbs? What the fuck? Was wollen die von mir? Und durch die nächste Magic geht die Tür auf. Und wir behalten den Stein. Das ist auch cool. Hier ist zu wieder mal. Wir müssen Feinde besiegen, aber ich sehe keine Feinde. Da oben irgendwo. Aha, da kommen sie schon. Feinde? Welche Feinde? Habt ihr mich gerufen? Wollen wir mal gucken. Der hat schon ein bisschen mehr drauf mit seinem Schild da. Aber trotzdem geht mir das Kampfsystem echt auf den Sack. Das ist echt doof. Immer 100.000 Mal draufhauen. Das ist doof. Ich glaube auch nicht, dass das später noch anders wird.
Aber naja. Ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das Spiel nicht so gut ankam. Ein Grund ist sicherlich, dass es nicht das ist, was man erwartet hat. So mit Bodenmission. Eigentlich dachte man wieder, das wäre schön mit... Oh, man kann da runter gucken. Wieder schön mit, sag mal schnell. Mit den Weltraummissionen. Ach, guck mal, da kann ich reinschießen. Mit Feuer. Mit Sicherheit, genau. Flame. Bleibt nicht offen, ne? Jetzt kommt bestimmt eine Zeit. Kommt keine Zeit? Nur der, der die Flamme des Krasor löscht. Ich mach die auch gerade jetzt an. Aber vielleicht oben. Vielleicht muss ich es unten anmachen und oben aus oder wie auch immer. Wir schauen mal. Wie groß ist denn der Tempel hier? Oh, ich bin gerade erst reingekommen. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Och, das ist doch... doof. was ich hier mache? Irgendwas muss man ja hier holen wahrscheinlich, ne? Aber... zieh dich einfach gut um und erforsche die Gegend. Hast du die Vorsprünge schon gemerkt? Ich glaube, es befindet sich eine magische Höhle. Achte auf deinen Stab. Ach ja, der Stab, der sagt mir ja dann was, ne? Der gibt mir ja den Hinweis. So, einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Ja, dich brauche ich nicht, weil Pilze haben wir noch genug. Dann einmal hier rumlaufen. Magic. Sieh dich genau um. Ja, mache ich jetzt mal. Okay, genug umgeschaut. So, weiter geht's hier runter. Achso, okay. Ey, springt mir der Pilz hier vor die Linse. Tja, kann man nichts machen, ne? Wenn die Pilze meinen, das machen zu müssen, dann kannst du sie nicht dran hindern. Ja, da komme ich bestimmt nicht drauf. Und hier geht's. Ach, da ist auch die magische Höhle. Ja, witzig. Jetzt, wenn ich es eh schon sehe, jetzt leuchtet der. Sehr schön. Wir lernen wieder einen neuen Move, hoffe ich. Und es ist nur eine Auffrischung von der Magie. Nee, es ist ein neuer Move. Weil in der Mitte ist Wasser. Wenn kein Wasser ist, ist es nur eine Magieerweiterung. Und den Glaciales das Glaciales erhalten. Lösche damit Feuer und mach böse wieder kalt. Lege jetzt auf Y für schnelleren Zugriff. Ja, aber ich kann ja nur eins drauflegen. Das ist doch doof. Stab. Nee, da. Achso, das ist er. Genau, ja. Glaciales. Wems. Ja, genau. Ab ins Wasser. Da wollten wir hin. Und jetzt müssen wir die Flammen löschen. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Leuchtet rot, weil wir da schon waren jetzt. Welche Flammen muss ich denn... habe ich hier gar keine Anzeige? Ach so. Muss ich von nahen machen. Bleibt der denn aus? Ja. Genau, erstmal warten, bis der da runter geht wieder. Also, bis der weggeht. Na, komm. Jetzt hier... ach nee, halt. Komm, die mache ich auch noch aus. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Nicht, dass der die mitmeint. Und ich lasse sein und dann müssen wir wieder laufen. Dann lieber jetzt die 2 Minuten anhalten. Vor allen Dingen, weil wir sowieso aufs Feuer warten müssen. Damit wir da durch können. Genau, deswegen ist ja auch Magie. Weil man die braucht. Weil man das echt machen muss. Mit Sicherheit. Stand da irgendwas von Flammen löschen? Nichts von entzünden. Nichts von sich selbst entzünden. Die Musik ist wie immer cool. Das ist schön.
So, dann ist hier noch eine Flamme, ne? Genau. So, und da ist die letzte. Wenn unten nicht noch welche waren. Apropos unten. Ah, eine Plattform. Alles klar, ich dachte schon. Wie soll ich da jetzt runterkommen? Das tut mir doch Schaden machen. So. Ich behalte das jetzt mal extra ausgerüstet. Ich weiß ja nicht, ob wir das benutzen müssen. Wahrscheinlich, um die Fledermäuse auch kalt zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann kommt mal her. Tschüss. Oh, die spucken Magic aus. Sehr schön. Kommst du gerade? Nee, ne? Jetzt aber, ne? Ja. Okay, die spucken auch nicht immer die Magic aus. Kann ich hier auch rein? Ballern? Nee. Also ja, kann ich, aber bringt nichts. Was ist das hier? Kristall. Macht der was? Nö. Ja. Hi, Fox. I've been studying the ancient records of this planet, and you might be interested to hear this. This temple has been built on a force point. A point where pure magical energy is forced up from within the core of the planet. This energy is so powerful that it continually attempts to break the planet apart. To stop this, the ancient Crisoa placed two spell stones inside the temple to absorb the energy. When General Scales removed the stones, the planet began to fall apart. By returning the spell stones back to the temple, you will bring the planet together once more. Peppy out. Gut, dann machen wir das, ne? Oder, ne, wir machen einfach aus und lassen alles sein. Immer mal zwischendurch speichern, geht ja schnell. Geht ja flotti palotti. Komme ich hier durch? Tatsächlich. Nur hier kommen die weiter. Super. Lustig. Das ist... Halt! Ich dachte, da wären Gitterboden, war aber nicht so. Ach mal, hier kann ich einen Ahnstein reinlegen. No. Jetzt kommen wir da durch. Ist das nicht schön? Halt! Lass mich in Ruhe, du Sack. Komme ich da auch irgendwo hin? Ja, aber das ist ja ein anderer Ahnenstein, ne? Genau, da komme ich dann da lang. Ich hoffe, die Dinger bleiben aus. Das ist kein Teleporter. Und das ist so doof. Die treffen einen immer, weil der immer so stehen bleibt beim Schlagen. Ich kann höchstens den hier machen, aber das bringt mir auch nichts, weil damit zerstöre ich den nicht. Natürlich, erstmal verbrennen lassen. Ist immer die beste Idee. Deswegen ist er auch so riesig. Dann geht es jetzt erst nur hier lang und später beim zweiten geht es dann da an die andere Richtung. Wieder Energie auffrischen. Diesmal auch komplett. So, und hiermit dann wieder nach oben. Tricky kommt ja immer automatisch mit. Das ist ja ganz gut. So, hier ist wieder zu. Warum ist hier zu? Weil da eine Leiter ist. Und da Feuer brennt. Und das müssen wir ausmachen. Müssen wir löschen. Nichts leichter als das, wo? Auch wenn es ein bisschen nervig ist. Muss ich echt sagen. Dran. Ausmachen. Na, schieß doch. Ich hab doch schon gedrückt. Schon längst. Aber zumindest liegt hier überall Magie rum. Also ein bisschen mitgedacht haben sie ja schon. Das Spiel ist nicht grottig. Es ist halt einfach nicht sehr gut, sondern halt nur vielleicht gut. Manche Frustmomente machen es vielleicht dann zu einem befriedigend, aber naja. Sei dem verziehen, weil wir sind ein cooler, wuscheliger, Fuchs. Dann haben wir hier natürlich wieder Gegner.
Ach, ihr habt ihn einfach mal ins Feuer geschubst. Ach, guck mal, so können wir den auch leichter besiegen. Alles klar, die Technik ist echt gut. Wow! Schnell durch. So. Ja, und was mit dir? Was soll ich jetzt machen? Ah. Ach, falsch, halt. Wir müssen da drauf schießen. Ach nee, von hier nicht. Wieso kommst du nicht einfach? Ah, jetzt, wenn beide an sind, ne? Ja. Also beide stehen geblieben sind. Achso, und dann kann er hier Feuer machen. Feuer unterm Hintern. Los. Flame. Flame. Gib ihm. Und dann müssten wir eigentlich gleich auch mal ankommen, ne? Hm. Schauen wir mal. Wahrscheinlich können wir gleich den Arnstein nochmal benutzen hier irgendwo. Erstmal Energy aufladen. Lass mich. Ja, wo geht's denn jetzt lang, bitte? Okay, hier haben wir Magic. Ah! Ne, da springt er nicht rüber, weil der keine Ahnung, weil zu hoch. Wahrscheinlich. Ja, dann ging es ja nur hier in die Mitte. Und das war ein Warp, genau. Und dann geht's noch hier lang. Oh, diese Viecher, ne? Die gehen mir echt sowas von auf Nerven. Auf Nüsse gehen sie mir. Hier komme ich nicht durch, obwohl das offen ist. Nö, wir wollen nicht, dass du hier durchkommst. Wir haben zwar keine Begründung dafür, aber du kommst hier trotzdem nicht durch. Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Ist ja ein Warp. Energie. So, und jetzt wieder rematerialisieren. Nur ein bisschen langsamer. Lalalala. Da ist ja Star Trek nichts gegen. Das dauert ja schon lange manchmal, aber. Nee, da kann ich das. Können wir das nicht reinmachen? Hier haben wir auch keine Karte. Ah, hier. Hier gibt es 4 Stück. Hat der nicht was von 2 gesagt? Ha. Setzen wir einfach mal rein. Der absorbiert schon mal ein bisschen Energie. Und dann kommt, geht wahrscheinlich die Tür auf. Wenn wir zurückgehen. Nunu? Okay. Wir haben einfach wieder zurückgebeamt. Komplett an den Eingang vom Tempel. Okay. Was sagt er mir dann? Dann sollen wir wieder woanders hin. Ah. Auf seiner. Nee, nicht auf der, auf Peppy. Wo es weitergeht. Wo soll ich hin? Mondbergpass. Da bin ich jetzt und wir sollen zum Mondbergpass. Okay. Gut. Dann lad schon wieder zurück und der Kreis schließt sich. Der Part hat hier angefangen. Und der Part geht hier zu Ende. Nur, dass wir diesmal durch die Tür gehen. Durch die Tür gehen. Durch die Tür gehen.
Hinabrutschen geht nicht, ne? Nee. Aber zumindest greifen mich hier die Fledermäuse nicht an. Die Feuerfledermäuse. Hat da einer was gesagt? Irgendeiner spricht da, aber keine Ahnung. Naja, es geht hier wieder zurück. Und so langsam, wie gesagt, ist der Part vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir zurückgehen ins Dorf. Und irgendwie dann auch mal erfahren, wo wir hin müssen. Mal eben hier speichern. Normal mache ich das immer offscreen, aber weiß nicht. Ich vergesse das manchmal auch. Und einmal ist es mir passiert und deswegen lasse ich es jetzt sein. Ich sag mal, ihr könnt es ja sehen, das geht ja fix. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.